Jugendnetzwerk Ried, eine Initiative der AK-Bezirksstelle Ried in Kooperation mit der regionalen Geschäftsstelle des AMS und regionalen Partnern und Partnerinnen. Das Jugendnetzwerk Ried will die Berufschancen von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen verbessern. Politik, Sozialpartner, Wirtschaft sowie Ausbildungsstätten arbeiten dazu eng zusammen. Aber ich denke mal, man muss ein Bewusstsein schaffen, dass Ausbildung wichtig ist, dass die Unterstützung bei der Ausbildung wichtig ist. Und genau für sowas, glaube ich, kann so eine Veranstaltung sehr viel beitragen. Um das Bewusstsein machen, um das sich damit auseinandersetzen, um das geht es eigentlich. Das ist sogar der wichtigste Schritt, den wir heute hier machen wollen. Es soll nicht nur ein Symbol sein, sondern vielmehr auch das Thema Beschäftigung für Jugendliche in Ried an die Öffentlichkeit zu bringen, unserem Anliegen als Jugendnetzwerk ein breiteres Spektrum zu geben. Und daher ist es auch notwendig, dass wir uns die Wirtschaft ins Boot geholt haben. Ziel des Jugendnetzwerkes ist es, einerseits, dass mehr Betriebe über die Möglichkeit der Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen informiert sind. Andererseits ist es Ziel, Kooperationen mit Betrieben aufzubauen und Maßnahmen für eine nachhaltige Integration zu entwickeln. Mein Zugang zu dieser Paktunterzeichnung ist hier sehr positiv. Ich finde es toll, dass sich hier in der Region so viele zusammengefunden haben unter den Wirtschaftstreibenden und Einrichtungen, sich gemeinsam zu etwas zu bekennen, zu schwächeren Jugendlichen, zu Jugendlichen mit Einschränkungen, zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund, weil ich mir denke, dass genau dieses Potenzial wird der zukünftige Markt werden am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft draußen. Natürlich auch die Frage der Bildung. Dass man sieht, dass man sie wiederum, man merkt einfach, ohne Bildung gibt es, oder Bildung ist die Voraussetzung, dass man in die Arbeitswelt einsteigt, dass man gesellschaftlich anerkannt ist und dass man eben entsprechend auch dann einen Beruf ergreifen kann, der einen erfüllt. Generell setzen wir uns dort, wo wir Gestaltungsmacht haben und wirksam werden können, für die Teilhabe aller Menschen an gesellschaftlichen Prozessen ein, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, Religion, sexueller Orientierung, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft. Wir stellen jetzt schon benachteiligten Jugendlichen Praktikumsplätze zur Verfügung, zwar im kleinen Rahmen, aber immer wieder. Das ist wichtig, denke ich mal, so ein soziales Engagement zu zeigen, dass auch Jugendliche, die jetzt nicht bei uns oder die nicht am ersten Arbeitsmarkt einen Lehrplatz bekommen haben, trotzdem mal die Chance haben, bei uns ein Praktikum zu machen und da Berufsausbildung abzuschließen. Ja, also der Pakt, der bringt sicher auch für die Jugendlichen, die was schwere Chancen auf Arbeitssuche haben, also mit Sicherheit eine Hilfe, auch durchs BFI mit Sicherheit. Und die sollen auf jeden Fall auch die Chance ergreifen. Also wenn es einer, der schon die Hilfe abboten wird, dann auf jeden Fall nutzen und ergreifen. Unser Handeln ist geprägt von Respekt und Wertschätzung dem Individuum gegenüber. Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu gehen, weg von kurzfristigen Projekten hin zu individuellen und immer wieder überprüften und den Umständen angepassten langfristigen Angeboten, um dadurch den Zugang zum Arbeitsmarkt für die Zielgruppe zu erleichtern. Die Unterzeichnung des Paktes soll uns auf diesem Weg unterstützen. Auch wenn es nicht immer leicht ist, wir arbeiten dran. Denk mal noch oft, OMG, Vorurteile weg, denn es ist okay. Wir geben uns eine Chance. Friendship, wir arbeiten im Team, man ist nie allein. Gemeinsam sind wir stark und das finden wir fein. Reaktivieren, alle Courage, Freundschaft, reaktivieren. Wir geben uns eine Chance. Friendship, wir arbeiten im Team, man ist nie allein. Gemeinsam sind wir stark und das finden wir fein. Reaktivieren, alle Courage. Wir geben uns eine Chance. Friendship, wir arbeiten im Team, man ist nie allein. Gemeinsam sind wir stark und das finden wir fein. Reaktivieren, alle Courage.